You are a Starfleet officer. Lieutenant Yoshi, alert Starfleet. We have engaged the Borg. They are the Borg. Resistance is futile. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek Online. Ich habe Yannick ausgetauscht, da Yannick jetzt im Urlaub ist und jetzt noch nicht. Doch, nein, noch nicht. Er fährt aber das Wochenende Urlaub. Deswegen habe ich ihn jetzt ausgetauscht. So ein richtiges Arschloch bin ich. Ich tausche ihn jetzt bis Ikonianer aus. Erst ab New Dawn sieht er wieder Yannick. Wisst ihr auch warum? Darum. Nein, weil wir ab Data waren, habe ich mit jemandem was geplant und. Naja, ich hab da jetzt so jemanden ja im TS, ich wollte das nicht alleine machen. Und da hab ich mir gedacht, da nutzt mir ja eh noch was schuldig ist, da ich ja so viel Geld in ihn investiert hab. Das möchte ich jetzt auch mal wieder rausholen. Ja, hab ich ihn ja auch mal mitgenommen. Hallo Lutz? Holt mich hier raus. Ich werde hier kurz Funksklaven Arbeit zu machen, weil ich so hilfsbereit bin. Hallo Timmy, hallo. Ja, wir nehmen jetzt zusammen auf und machen mit dem Brühen weiter. Lutz passt das natürlich, muss er mit seinem ach so guten Zeitagenten wieder die Drecksarbeit nicht alleine machen. Okay, ich bin dabei. Tschüss, man sieht sich. Was? Und ja, ich rufe dich mal. Ich hab dir gedacht, ich demütige Timmy ein wenig, indem ich einfach bloß mit einem TOS-Schiff komme und sage, I don't give a shit. Nein, Quatsch. Ich brauche wirklich diese blöden Ikonianer-Mission noch leider. Und deswegen fangen wir jetzt an mit ungeklärter Fall. Yay. Und jetzt wird lustig gleich ablachen, denn ich tue gerne in meinem Let's Play die Stimme vorstellen. Man mag es kaum glauben. Ich habe sogar eine Stimme für den. Verstellst, ich suche Sonde. Ich habe sogar für den Botschafter eine eigene Stimme. Deswegen, jetzt wird Lutz sofort lachen, Leute. Wenn er lacht, tut's mir leid, dann könnt ihr euch bei ihm beschweren, dass ihr den Text nicht richtig lesen konntet. Sie müssen jetzt sofort. Komm ins System, Poyo lauert mich schon die ganze Zeit zu. Sie müssen sofort nach der Fähre zurückkehren. Die Buin sind auf der Suche nach der Technologie der Bewahrer und sie haben erneut die Ruinen der Nähe unserer Stadt anvisiert. Ich fürchte, dass weitere meiner Leute sterben werden und mit jedem Tod verschreibt sich das Gleichgewicht. Diese Angriffe müssen aufhören. Wir verlassen uns auf sie. Ja! Satzbau. Wir verlassen uns auf sie. Halten Sie die Brühen auf und bewahren Sie die Geheimnisse der Bewahrer vor deren Verrat. Weißt du, was hier steht? Wir verlassen und auf sie. Die damals in meiner Mathe-Vorprüfung. Ach ja. Und deswegen beginnen wir ungeklärter Fall, meine Freunde. Meine Freunde, Ritter und Landsleute. Nicht da gerade richtig? Kommst du mit einer Server rein? Nein. Ach, das ist der 1000-Tage-Veteranenschiff, mein Gott. Genau. Captain, Langstreckenscans bestätigen den Verdacht des Botschafters der Fähre. Er scheint, als sei ein Teil der Sternkarte in den Ruinen auf der Planetenoberfläche versteckt. Etwas stört jedoch die Sensoren. Wir können den Standort von hier aus nicht bestimmen. Ein Außenteam könnte Scans an der Oberfläche durchführen, um die Sternkarte zu lokalisieren und zu bergen. Wir müssen jedoch in Transporterreichweite gehen, um herunterbeamen zu können. Ja. Ich bin erstaunt, wie stotterfrei ich heute diese Texte von mich bringe. Oh ja, bist du besser als ich. Yay, ich kann was Lutz nicht kann. Ja. Toll. Das gebe ich hiermit auch zu. Ich stottere mir gerne einen ab, wenn ich laut lese. Ja, da freue ich schon mal auf den Data-Quadrant. Dann liest du mich Lutz auch mal. Wer sagt denn, dass ich da lese? Vielleicht stelle ich ja ein Hologramm ein, so ein Emergency-Read-Hologramm. Du weißt oder was, so. Ist mir wurscht, solange ich dich alleine lesen muss, ist der Rest mir sowas von egal. Nee, es wird dir nicht egal sein. Guck mal, Lutz. Das kann ich ja mein Offizier. Falscher. Das kann ich mal mein Offizier zeigen. Tada! PayPal! Was? PayPal? Im Ernst? Ja. Ist das ein Borg? Nein, das ist ein Android. Ah, okay, ich wundere mich schon, was die für Implantate hat. Also, ich meine kybernetische. Da ist er. So. Ich wollte halt, die hieß wirklich Paper. Paper? Oder Pay? Ja, die hieß, glaube ich, Pay. Ich habe mir einfach den Spaß gemacht und einen Paul hinten dran gemacht. Deswegen heißt sie PayPal. Wird die bezahlt? Echt? Ja. Was? Captain, sehen Sie dort unten? Dieser zerstörte Bereich entspricht. Ha, genau unseren Bericht von potenziellen Orten der Bewahrer.
Also ich Lieutenant, einen Teil, Sie müssen lauter sprechen. Ich bin schon hier unten am Berg geendet. Entschuldigung. Sollte sich wirklich ein Teil der Sternkarte auf diesem Planeten befinden, liegen die Chancen gut, dass dies der Ort ist. Wie er mir immer ins Wort fällt. Instant. Instant. Okay, wundert, dass ich jetzt Haufen D-Abos auf das Video krieg. Keiner mehr die wunderschönen Texte jetzt hören kann. Sir, wir haben gerade die Daten des Bordcomputers aktualisiert. Einem Anschein nach ähnelt dieser Ort sehr stark einem Ort der Bewahrer im Began-System. Die Ureinwohner haben sich durch einen Ritualzugang zu der Stätte verschafft. Die Berichte besagen, dass sich drei Personen auf den Sockeln in Form von Pfeilen versammelt haben, die nach Osten, dann nach Süden, schließlich nach Südosten weisen. Dies sind alle Daten, die ich habe, Sir, aber sie können möglicherweise auch auf diesen Ort zutreffen. Wo bist du jetzt hin? Da, wo wir hin müssen. Ach, da kommt er mit seinem dicken Geschütz. Ich auch, für meinen Gorn. Ich stelle mich hier hin und mach nebenbei Admiral ready. Jetzt krieg ich einen Arsch geschossen, oder was? Timmy, möchtest du wirklich die Zeit unserer Abonnenten weiter verschwenden? Nein, möchte ich nicht. So, wie war das jetzt nochmal? Erst in Osten, hat sie gesagt. Das heißt, die Richtung war das doch theoretisch, theopraktisch, ne? Lutz, ich glaube, du musst dich hier hin draufstellen. Kann das sein? Machst du da einen Trick? Keine Ahnung. Keine Reaktion, Cap. Wir sollten einen anderen Konfigurator ausprobieren. Stell dich mal woanders hin. Ich weiß es nicht mehr, ob es da noch eine gab. Stell dich mal woanders hin. Man muss da alle gleichzeitig aktivieren. Das Problem ist Osten. Wo ist hier Osten? Also das hier wird dann Norden sein. Also müssen wir die beiden hier aktivieren, oder was? Kannst du es aktivieren? Keine Reaktion. Warte, ich geh mal hier hinter. Ich hasse dieses Rätsel. Ja, jetzt komme ich nicht ran. Warte mal, stell mal dein Polio dabei, wo du gerade standest. Ah, Polio, wo bist denn du? Wie wir hier gerade total failen. Nee, ich habe hier eigentlich immer eine andere Strategie. Ich weiß es nicht. Keine Reaktion. Dann schicke ich mal Ashabi wieder runter. Und ich stelle mich. Dadurch, dass ich dir jetzt nicht zugehört habe, weiß ich auch nicht, was der Brückenoffizier gelabert hat. Stell du dich mal in die Mitte. Oh, jetzt mach mal. Mach mal bitte. Aber das ist jetzt das noch nicht, ja. Jetzt hat funktioniert, ja. Ich werde mich nicht beschweren, du. Geht's jetzt? Ist offen? Nee, wir brauchen noch drei andere. Noch weitere Konfigurationen. Ach komm, jetzt reicht's. Ich stell mal da hinten einer BOs hin und da. Ach, du machst immer, dass du alles vollpackst. Richtig, und dann probiere ich durch. Das Einzige, was ich weiß, was man als letztes aktivieren muss. Oh! Ich habe noch einen Treffer. Was? So. Ja, und das ist das Einzige, von dem ich weiß, dass man es aktivieren muss hier. Haben es geschafft. Achso, doch. Da ist es jetzt. Gut. Captain, die Sensoren des Schiffs melden mehrere anomale Kontakte. Es könnte sich um entfernte Breen-Schiffe handeln, Sir. Der Transporterraum ist bereit, sie zu beamen. Sobald sie fertig sind. Und dann mal auf in die Krumpf. Ich wollte mich immer schon mal ein bisschen lauter machen in diesem Let's Play. Ja, man soll es nicht glauben, aber ihr sollt mich auch verstehen. So. Captain, was hast du gesagt? Captain, eine Streitmacht der Breen nähert sich unserer Position. Sie müssen erkannt haben, dass wir hierher gekommen würden, um einen Teil der Stärke zu bergen. Ja. Ich würde, dass sie uns die Arbeit haben machen lassen und sich nun unseren Daten schnappen, weil es gibt nicht genug Platz, um sich zurückzuziehen. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Ja, Lutz kämpft sich den Weg frei, wie ich gerade schon merke. Ja, ich skippe immer zu den Texten rein automatisch. Entschuldige bitte. Das war das letzte Sir. Mit all diesen Trümmern trauere ich den Sensoren jedoch nicht. Ich werde mich erst wieder besser fühlen, wenn wir dieses Gebiet verlassen haben und uns wieder im Weltall befinden. Der Computer hat die Analyse der Sternkarte abgeschlossen und eine verschüttete Markierung gefunden, die darauf hindeutet, dass das Shinhar-System von Bedeutung ist.
Vielleicht sollten wir uns als nächstes dort umschauen. Auf Ihren Befehl setze ich einen Kurs, Sir. Na dann. Setze ich einen Kurs? Ah ne, ist richtig. Ich trinke mal einen Schluck. Das ist irgendwie komisch. Timmy trinkt jetzt einen Schluck, also muss ich die Moderation übernehmen. Und mir fällt nichts weiter ein, als dieses Knacken der Flasche zu kommentieren. Was hast du da getrunken? Wasser. Aus einer Binga. Flasche. Wasser. Ach, aus einer das Flasche. Schinkensystem ist da ganz oben. Na super, Leute. Wieso bist du nicht auf meiner Ebene? Weil Cryptic. Achso. Sagt einiges über das Spiel aus, ne? Also Leute, wenn ihr Bugs im Spiel habt, dann einfach weil Cryptic. Ja. Ich sag bloß Theo Escorn. 6 Wochen ist das Update jetzt fast raus. Und was kriegen wir als Fix für Theo Escorns? Nicht. Gar nicht. Nicht beim Entferntesten. Ich sag nur Intrepid und Warpgun. Ja, deswegen. Und Cryptic. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, sowas wie den Gorn. Andere Spiele würden instant einen Patch rausbringen, um das zu fixen. So nicht. So leider nicht. Nee, ich brauch noch ein Stückchen. Na, wofür gibt's Quanten-Slipstream-Antrieb? Das Geile ist der von der... Den habe ich mit Absicht nicht eingesetzt, weil ich nicht wusste, ob du ihn einsetzen ja, musst. Der von der Chimera hält nämlich eine ganze Minute, das finde ich toll. Der hält nämlich richtig lange. Kann das nicht auch der von der Oddi? Ja. Und der von der Dauntless, ne? Das weiß ich auch, das habe ich noch nicht... Ich habe die noch nicht geflogen. Ich habe die ausgerüstet, aber noch nicht das. Wir können rein. Ah, gut, fortfahren, den Wohlstand konserviert. Was den Wohlstand konserviert? Ach, für den Wohlstand konserviert. Ah. Der hier ist auch wieder nix. Okay. Captain, ich empfange von der anderen Seite des Planeten das Signal einer gasförmigen Anomalie. Die Navigationsfeldstrahlen sollten uns direkt zu ihnen führen. Dieses scheint ein guter Platz zu sein, um mit unserer Suche anzufangen, Sir. Sag mir zu viel Sir und Sir. Flieg du da hinten hin, ich flieg schon mal hinten zur zweiten Position. Habe ich dir schon mal gesagt, dass die Offiziere mir ja manchmal zu viel Sir und Sir sagen? Sir? Und Sir und Sir? Du müsstest mal meine Charaktere hören. Ich kann auch mal Captain sagen. Naja, die bezeichne ich doch lieber als Admiral. Na scheißegal, die sagen mal nicht immer nur Sir, 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 Sir. Na, du bist doch mal jetzt Sir. Ja, trotzdem. Es ist doch zu viel Sir manchmal im Satzbau. Oder hat sich dein... Hat sich, nein, also, hat sich nicht. Hat dich die Queen zum Ritter geschlagen. Aber trotzdem. Wir haben eine Probe des Gases in einem Animus-Belter gebeamt, Sir. In unserer Datenbank befindet sich jedoch nichts, was dieser Molekularstruktur ähnelt. Es könnte sich um eine synthetische Verbindung oder um das Nebenprodukt eines noch unbekannten stellaren Phänomens handeln. Unsere Wissenschaftsteam arbeiten gerade an einer umfassenden Analyse. Ich habe etwas gefunden, Captain. Von den Bewahrern ist bekannt, dass sich in ihrer Umwelt verschlüsselte Informationen verstecken. Deshalb habe ich die Molekularstruktur der Gasprobe und das orbitale Muster des Systems übereinandergelegt. Es ist eine Karte, Sir, und sie weist auf etwas unter der Oberfläche diesen kleinen Mondes. Wir sollten näher heran und einen submolekularen Ebene 1-Scan durchführen, um herauszufinden, ob sich dort etwas von Interesse befindet. Ich habe jetzt eben so gedacht, unsere wissenschaftliche Abteilung braucht ein bisschen, weil die was Umfassendes machen wollte, dann instant. Wir sind fertig. Let's go fuck yourself. Nixatex, dankeschön. Das ist unglaublich. Der Mond ist in seinem Inneren hohl und in ihm befindet sich eine riesige geologische Orreri? O-R-R-E-R-Y. Orreri, keine Ahnung. Das die heliozentrische Bewegung von allem in diesem Sonnensystem darstellt. Das Orreri zeigt an, dass sich in diesem Gebiet 2 große Asteroidenfelder befinden sollen. Ich kann jedoch nur einen entdecken. Eines entdecken. Falls Sie irgendwie in den Jahrtausenden, die seit des Baus dieser Konstruktion vergangen sind, miteinander kollidiert. Ich empfange jedoch das Signal einer Energiequelle auf dem noch existierenden Asteroiden. Es stammt aber von einem Ort, der sich tief unter dem Geröll an der Oberfläche befindet. Wenn es eine Kollision gegeben hätte, wäre die logische Schlussfolgerung, dass es sich bei dem Geröll und der Überreste des
zwei Asteroiden handelt. Wir müssen das Geröll abtragen, um von der Energiequelle ein besseres Signal zu bekommen, Sir. Okay, machen wir das. Ich glaube, die Folge wird ein Zweiteiler. So. Erstaunlich, wer weiß, wie lange diese Spur hier auf ihre Entdeckung schon gewartet hat. Wir sollten die Sternkarte scannen und das Fragment anfügen, das wir bereits haben. Vielleicht erhalten wir dadurch einen Hinweis auf das nächste Fragment. Weißt du, dass ich einen furchtbaren Vorteil habe, da das hier eigentlich Poyo ist? Ich könnte ihn eigentlich so sprechen. Der spricht doch immer so undeutlich, nur 7-1-8. Wir sind jetzt aber schon bei einer Viertelstunde. Ich glaube nicht, dass wir das Ganze noch in einer Viertelstunde schaffen, oder? Ach, klar. Wenn du hol dir einfach ein 0718 und sprich jeden deiner Offiziere. Der Computer hat aus den zwei Fragmenten-Scans eine neue Sternkarte hergestellt, Captain. Vorläufige Analyse deutet darauf hin, dass die Erschaffer dieser Karten einen Klasse-L-Planeten im Manex-System große Bedeutung beigemessen haben. Kurs eingeben und warten auf ihren Befehl, Sir. Na dann, maximale Na Energie. Ja. Das Geile ist, ich hab letztes Mal wieder schwacher Trost, da musst du doch so viel bei den Breen lesen, ne? Ich hab dann gesagt, ich wollte mich auch nochmal bei euch entschuldigen, ich hab einfach gesagt, Leute, lest es euch selber, ich hab keinen Bock mehr. Hab einfach den Text langsam runtergescrollen gelassen. Ich hatte erstens war mein Hals trocken, ich hatte vergessen, mir was zu trinken hinzustellen. Und dann hatte ich einfach überhaupt keine Lust, diese ganzen großen Texte zu lesen. Deswegen liebe ich den Delta Quadrant, der ist halb synchronisiert. Ich verstehe das sowieso nicht, warum Cryptic hier nicht mal eine Synchro eingefügt hat. Ich meine, bei den anderen Missionen haben sie es doch jetzt auch mit Agency gemacht. Ja. Aber naja. Weil, ja. Ich bin jetzt fast da. Ich bin jetzt auch bald da. Toll, und ich fliege in die Sonne. Hauptsache, ich bugge jetzt nicht. Nee, ich bugge nicht. Gut. In die Sonne geflogen. Er ist kollidiert mit dem Stern. Der Stern ist explodiert. Das ganze System wurde zerstört. Wir sind hier nicht bei Star Trek 7. Rein theoretisch. Ready when you are. Nee, ich bin auch nicht da. Hab doch 4 Lichtjahre. Und... der Beste. Und los. Hey, endlich. Darf ich jetzt wieder was zerballern? Ich glaube, ja. Nein, ich muss das lesen. Okay. Dann baller ich nachher. Und da klar ist ein riesiger Text. Go fuck yourself, Cryptic. Captain, ich erfasse eine Bienenstaffel direkt voraus. Doch sie entfernen sich bei vollem Impuls. Sie müssen schon gefunden haben, wonach sie gesucht haben. Andernfalls würden sie uns direkt angreifen. Die Bienen gehen keinen Kampf aus dem Weg. Wir können sie nicht mit diesem Teil der Sternkarte davonkommen lassen. Sie könnten das Archiv von vor uns erreichen. Wir müssen die Verfolgung aufnehmen. Ich wollte gerade sagen, sie könnten das Archiv vor uns archivieren. Ja. Warum nicht? Ach, weißt du, ich überlasse dir mal den Vortritt. Danke überhaupt. Okay, jetzt habe ich schon geschossen. Überhaupt danke für die Levelanpassung, ne? Wieso? Oh. Dann mache ich das mal schnell. Ich mach schon mit. So. Es sind ja bloß 7 Level. Da hast du hier noch kein Admiral gemacht, ha? Nö, habe ich auch nicht vor. Au. Doch, habe ich vor. Bis 56 bist du den Ikonianern. Nee, bis 60 kann ich ja dann machen. Ab dann ja, weil wir. Achso, ich spoiler. Ab Delta Quadrant haben wir einen anderen Charakter. Da freut sich Lutsch schon drauf und ich mich auch. Sir, wir haben. Achso, ja, stimmt. Eine Übertragung. Das war seine Idee und er weiß es nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Ich hab's halt verdrängt. Nein, Quatsch. Ich kommentiere das jetzt nicht. Sir, wir haben eine Übertragung von einer der Breen-Schiffe abgefangen. Die Nachricht war nicht verschlüsselt, anscheinend hatte sie während des Feuergefechts keine Zeit dazu. Die Nachricht enthält ein Fragment der Sternkarte. Sie müssen es vom Planeten geborgen haben. Bevor wir eingetroffen die wichtigste Information in dieser Scheißmission, sie ist nicht verschlüsselt. Natürlich Cryptic. Ja. Doch, sonst doch ein Vorschlag. Nach allem, was wir wissen, könnten Breen-Schiffe bereits unterwegs zum Archiv sein.
Ich starte sofort eine Analyse an unserem nächsten Zielort zu bestimmen. Ja, replizieren Sie die aktuelle Sternkarte. Wir sind jetzt in das System geflogen, um das festzustellen. Ja, dass die Brain zu blöd sind, ihre Nachrichten zu verschlüsseln. Echt geil. Ja. Captain, die Analyse der Sternkarte ist abgeschlossen. Unsere Reise führt nach Rave 2. Ich hoffe nur, dass die Brain uns nicht zuvorkommen. Wir brauchen alle Teile der Karte, um herauszustellen, was die Bewahrer zu verbergen versucht haben. Kurs gesetzt zur Energie auf ihr Kommando. Das ist doch gar kein Problem. Wir hören einfach den ihr Funkverkehr ab. Ja, Mobius, die Karte. Ja, theoretisch schon. Und ich dachte immer, die Sternflotte ist zu blöd, alles zu verschlüsseln. Und wir fliegen natürlich wieder nach oben. Hoch, runter, hoch, runter. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. Was? Yay. Slipstream, jetzt mal aber Slipstreamer hier. Achso, warte mal, ich könnte hier nochmal meine Sachen hier machen. Kannst du nicht. So, und zwar, mal gucken. Ich habe eine kleine Überraschung für die Breen. Obwohl, wir sind hier gar nicht beim Space-Kampf. Jo, warte, ich komme auch gleich. Oh, es sind zwei rote Alarms. Ja, das ist doch normal. Das eine ist der Borg-Alarm und das andere ist der Nakul. Ja. So, kommen wir gleich. So, 3 Lichtjahre, 2 Lichtjahre. Abbiegen, abbiegen, abbiegen. Wir können rein. Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Scheiße, jetzt habe ich mich rausgedriftet. Egal. Kommst halt nach. Fein. Muss er erst lesen. Das ist ja Rave-Dings da. Ja, entschuldige bitte. Die Sensoren erfassen Signale eines Gefechts auf der Oberfläche der Planeten, Sir. Des Planeten, Sir. Anscheinend greifen die Bühnen eine archäologische Ausgrabungsstätte an. Wir sollten so schnell wie möglich darunter, wenn wir die Bühnen nicht mit noch einem Stück der Sternkarte entkommen lassen wollen, Sir. Sir, wir müssen Sir machen und ich bin verwirrt. So. Hortmann. Toll, danke. Bin ein verwirrter alter Mann. Dann lass uns mal zu meinem Wohnort hingehen. Kann ich jetzt hier runterbeamen? Ja, soll ich vielleicht auch auf den Planeten draufkrachen, damit ich runterbeamen kann? Mann! Ich verstanden habe, was? Soll ich auf den Planet vielleicht nochmal draufkacken? Oh Gott. Typisch, Lutz. Ja, was denn? Nimm dein Polio, nicht dein Med. Wir wollen nicht dein Med. Na gut, dann nehme ich halt wieder mein Polio. Ich wollte ja bloß mal einen Heiler mitnehmen. Meine Fresse. Was wollen wir immer mit Med? Med kannst du auf den Grill hauen, aber was wollen wir hier nicht unten haben? Ich schmier gleich dir Med ins Gesicht. Und ich mache aus deinem Gesicht, Matt, das geht auch. Die Sonde ist hinter uns, glaube ich, wenn ich mich noch recht erinnere. Ach, die ist jetzt hier? Ja, die kommt dann gleich nach, hier, temporale Sonde untersuchen. Captain, sehen Sie diese Scans an? Der gefrorene Felsbrocken in der Mitte des Kraters scheint Ihnen hohl zu sein. Und diese Spuren entsprechen den Energiequellen der Bewahrer. Sir, in der Gegend gibt es mehrere Lebenszeichen der Buin und es sieht so aus, als suchen sie etwas. Sie haben es noch nicht gefunden, doch es ist gefährlich, sie dem Ort zu nähern, bevor wir die Wachen überwältigt haben. Hast du so? Ich suche es noch, Sir. Ich weiß nicht, wo sie ist, Sir. Du mich auch. Ist die da unten bei dir? Nein, Sir. Oh, lass mich raten, die ist in dem... Ja, ich hab sie. Du hast sie? Ja, die ist hier hinten unter dem Fels, unter dem Fels. Weil ein neuer Spieler, der die mit Karte nicht kennt, der findet die auch von dort hinten, hier hinten, ne? Ja. Natürlich. Hinten oh, morgen, Breen. Lasst euch nicht stören. Warum kennst du die eigentlich? Ja, wer kommt denn da drauf, dass die da hinten am Anus der Welt ist? Ich sag ja neue Spieler, weil du die auch genau von dort vorne siehst, ne? Ja, klar. Noch versteckt dagegen nicht. Da wundert sich, wenn alle aufhören mit dieser Scheiße, weil einfach keiner die Scheiße findet. Na, eigentlich brauche ich es ja nicht. Ich brauche eigentlich bloß die Mission, aber naja. Ja, du willst aber auch die Eigenschaft haben, schätze ich mal, oder? Die verbesserten kritischen Systeme. Das hat doch damit nichts zu tun. Bei den verbesserten Systemen muss ich doch bloß die Storyline durchziehen. Ach nee, das sind die Raumeigenschaften, die Dinger, ne? Ja, und die ist ja nicht so der Bringer. Ja, aber man kann natürlich mitmachen. Gibt jedenfalls, ja, es gibt natürlich, Magnus. Natürlich. Wo brauchst du ja nicht mehr.
Ach, das würde ich so noch nicht mal sagen. Hast du dich angepasst? Ja, warum? Toll. Weil meine Minigun Schaden macht. Das sind ein paar sehr geheime Daten deiner Kuh. Sie lassen die Breen für sich arbeiten, während sie still und leise die nützlichen Daten über die Bewahrer abhören. Die Kuh sind intelligenter als wir. Die wissen, dass die Breen nichts verschlüsseln. Warum krieg ich jetzt eine Tetrion-Pistole dafür? Ach, leck mich doch am Arsch. Ich komme jetzt euch besuchen. Ja, komm, hilf mir meiner fucking awesome Minigun. Hast du die da unten schon? Ja. Was brauchst du mich überhaupt? Ground brauche ich dich auch nicht. Ich zerfetz die Breen. Ah, okay, dann setze ich mich jetzt hier auf den Baum und mach mir ein Lagerfeuer. Bei mir ist kalt. Warte mal, wo ist denn die letzte Wache? Hinter uns. Hier drüben. Jo, Tim, ich glaube erstmal in die falsche Richtung, ne? Why not? Ach, die ist da oben auf dem Berg. Kannst du dich jetzt mal entscheiden? Die ist hinter dir. Geht jetzt in die richtige oder in die falsche Richtung? Mich total verwirre. Die sind hier oben auf dem blöden Hügel. Ja, ich versuche ja gerade hier. Mann, Was? Ach, die sind gerade an mir vorbeigelatscht. Wo komme ich hin? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Verwirrung. Du willst gar nicht zu mir kommen, weil ich will auch mal ein bisschen was machen. Okay, dann springe ich. Gleich melde ich mich. Ich bin tot. Dann springe ich jetzt wieder runter. So. Mach doch mal hin. Oh mein Gott, war das schwer. Ist das der Ernst von euch, Breen? Ist das euer Ernst? Warum wollte ich sagen? Die Bedrohung der Breen wurde eingedämmt, Sir. Wir sollten die Gelegenheit nutzen, uns Zugang zur der Höhle zu verschaffen. Ich komme. Bam, Höhlmann mit Ebenschuss ist offen. Boah, dieser Stein, der an mir vorbeifliegt. Bring nicht immer alles so sehr in die Luft, Mensch. Bro, Todd Pa. Pa? Ja, nicht Paargeister, Todd Pa. Oh nee. Ich möchte Ihnen persönlich danken, dass Sie das letzte Fragment der Sternkarte gefunden haben. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie das sich als Unnützliches herausstellt, hätte ich Ihr Leben vielleicht verschont. Natürlich nur bis zu diesem Punkt. Also hätte es im Prinzip dasselbe Ende genommen. Dennoch, wenn ich bedenke, dass Sie alles getan haben, um die Breen bei Ihrem großen Ziel zu unterstützen, könnte ich noch einmal darüber nachdenken, Sie und Ihre Offiziere am Leben zu lassen. Warum beamen Sie sich nicht einfach auf zu Ihrem Schiff und flitzen zurück zur Föderation? Genau, wir flitzen zurück zur Föderation. Weil ich über euren Kommverkehr abhöre. Wie ein gutes, dressiertes Hündchen der Sternflotte. Wenn Sie doch heute fallen möchten, ist es mir eine Vergnügen, Ihnen dabei zu helfen. Warum denken Sie nicht noch einmal nach und teilen ein paar ihrer Antwort mit. Es ist so wild darauf. Er ist so wild darauf, sie zu treffen, seit sie Todd Gran besiegt haben. Na ja, er ist ganz wild darauf. Oh Gott, und heute sinkt für sie das Niveau. Na ja, komm, meine Breen-Imitation war doch auch schon richtig beschissen. Aua. Ja, das ist die Breen TRM 200 oder 300. 300 viel Spaß mit dem Typen. Oh ja, hier kannst du auch mal mitmachen. Ich komme nicht ein. Ach so, scheiße. Jetzt habe ich meine Fähigkeit für dich verschwendet. Toll. Haha. So, Breen ist tot. Ich habe den hinter dir erledigt. Hätte ich mich ja hinterrücks erschossen. Kannst du mal sehen, wie nett ich bin. Naja. Das ist möglicherweise der letzte Teil der Sternkarte. Wir könnten die scannen und zusammenfügen. Tu, was du nicht lassen kannst, Mädchenbus, mach es schnell, dann die Folge ist gleich zu Ende. Der Scan und die Übertragung sind abgeschlossen, Captain. Ich glaube, dass wir mit den Informationen, die wir haben, das Archiv der Bewahrer finden können. Sir, und mit etwas Glück sind wir vor den Breen dort. Das Außenteam steht bereit und kann auf ihren Befehl gebeamt werden. Entschuldigung, weil es war mein Terrorist, der gerade mit mir besprochen hat. Die machen alle Tiergeräusche bei uns. Ich sag doch, ich lese nicht vor, ich mach immer was. Was? So. Erfolgende Arbeit, Admiral. Unsere Stelle- und Kartografie-Teams stehen sich die von ihren geborgenen Sternkarten an, während wir reden. Es kann eine Weile dauern, um die stellare Verschiebung zu kompensieren, aber wenn wir eine Stelle ausmachen können, du und deine Stellung bin ich sicher, dass meine Regierung eine Expansion, Expedition
genehmigt, um dieses Archiv der Bewahrer zu finden. Alle Dinge im Gleichgewicht und alle Dinge zu ihrer Zeit. Ja, Gleichgewicht. Gott, ich könnte ausrasten, nur in ein scheiß Gleichgewicht. Hoffentlich verreckt der Maler dran. Ich geb gleich deinem Gesicht Gleichgewicht. Aber mit diesem wunderschönen Ende beende ich auch die heutige Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der nächsten Folge der Buin. Natürlich wieder mit Lutz, mit wem auch sonst. Mit deinem anderen Partner. Ach nee, der wird hier Urlaub machen. Also, bis dahin. Ciao.